Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Ellerbach. Es geht weiter mit dem Häckseln, ja, mit dem T7 und dem Jaguar von Klaas. Geht es weiter an die großen Maismassen hier, dass das hier langsam runterkommt alles und dann, ja, alles hier schön ins Silo kommt. Dann natürlich müssen wir noch gucken, dass wir das Silo abdichten und so weiter. Ja. Aber vorher werden wir noch einige Male mit dem guten Frischmais zum Hof fahren müssen. Ich denke, da sind wir uns einig, dass das noch ein, zwei Mal passieren wird. Definitiv. Alleine nur auf dem Vorgewende. Und dann kommen noch die Bahnen dazu, die dann zwar nicht mehr ganz so viele sind, aber ja, auch die machen noch was aus. Also aktuell sind es halt dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bahnen. Ja, gut, das sind nochmal zwei. Also ich sag mal so, wenn wir hier mit insgesamt 8 Mal abfahren vom Feld kommen, ich denke, das sollte auf jeden Fall sich ausgehen. Genau. So. Das ist auf jeden Fall nicht so verkehrt und dann werden wir auf jeden Fall mal schauen. Oder ich werde gucken, dass ich vielleicht nach der Folge hier das Ganze zu Ende mache, dass wir uns dann in der nächsten Folge auf jeden Fall mit der Feldbearbeitung dann wieder auseinandersetzen können. Damit wir da nicht ganz so viel Zeit verlieren. Und ja. So. Hat er wieder zu viel gekriegt. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Felder natürlich voll gedüngt sind. Also wir haben natürlich da alles dran getan, dass wir natürlich so viel wie möglich Ertrag bekommen. Und ja. Ich meine, der Ertrag spiegelt sich auf jeden Fall jetzt definitiv im Frischmais. Spiegelt sich das definitiv da, weil also wir sind aktuell, glaube ich, bei 360.000 oder so, die wir schon im Silo haben. Das ist halt, ja, ist schon ordentlich, würde ich sagen. So, dann müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie drehen können. Dass irgendwie hinkommt, wenn wir hier drehen. Naja, komm, wir fahren einfach einmal außen rum. Wir fahren einfach einmal außen rum. Und dann statt den Umweg zu fahren, fahren wir gleich hier vorne links hoch und dann macht er jetzt keinen großen Unterschied, würde ich mal so sagen. Sollte, denke ich mal, auch funktionieren. So. Gut. Ab geht's. So, aber bevor wir hier mal weitermachen, müssen wir auch ab und zu mal wieder nach diesen tollen Sammelstücken suchen, weil die haben wir ja durch den Neustart jetzt ja nicht mehr. Und immer wenn man mal irgendwo ist, wo es solche tollen Geschenke gibt, kann man die ja gerne mitnehmen. Auf jeden Fall. Gegenüber von unserem Hof ist ja noch was. Wir müssen definitiv auch mal an dem kleinen Teich da gucken. Da ist auf jeden Fall auch was. Und ansonsten gibt es überall noch welche. Also oben bei den Wiesen, so 165 und so, da gibt es auf jeden Fall einige Sammelstücke und natürlich auch da, wo es am meisten gab, glaube ich, war definitiv, also es gibt auf jeden Fall deutlich mehr, also es gibt sehr viele hier oben, gibt aber auch hier unten bei dem Teich gibt es, glaube ich, 3 Stück an einer Stelle. Das ist auch nicht verkehrt. Oder hier. Oder hier am Händler. Da gibt es auf jeden Fall auch was. Also da gibt es auf jeden Fall einige Sammelstücke noch. Deswegen.
Da wartet auf jeden Fall einiges noch auf uns. Man kann sich ja da mit einem kleinen, ja, so eine kleine Geldaufstockung schon realisieren. So. So. Und noch ein Stückchen weiter hinter. Also ich würde nochmal neu ansetzen, dass wir wenigstens mittig da drauf fahren. Und dann wirklich mittig bis auf Anschlag hinter. Das ist halt, ja, es steht halt unnormal da nach oben, der Anhänger. Muss man einfach dazu sagen. Haben wir sogar noch höher gedrückt, den Kollegen. So. So. Gut, dann haben wir das schon mal. Das einzige Problem, was der Anhänger hat, ist halt, dass er keine Lenkachse hat. Ansonsten würde der da auch super um die Ecke kommen. So. Geht's hier wieder zurück zum Feld und dann ui und dann ja immer denke ich mal schon auf die Bahn übersetzen. Wir haben tatsächlich jetzt auch den Mod mit drauf, dass die Rundumleuchten nicht alle gleich sich drehen, also dass es da verschiedene Weisen gibt. Also eine normale Rundumleuchte dreht sich ja nicht synchron mit der anderen, sondern jede dreht sich ja anders oder ist ja von Grund auf anders eingestellt. Deswegen, das macht es auf jeden Fall gar nicht so verkehrt. Und ich habe tatsächlich auch ein neues Modpack gesehen für so 4 spezielle Karten. Da wurde einiges verändert und da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es irgendwie so ganz viele verschiedene Wachstumsstufen, also ich glaube 24 verschiedene Wachstumsstufen, die ersichtlich sind. Irgendwie die Tierhaltung wurde geändert, also die Futteraufnahme, das Aussehen und alles mögliche. Das ist schon irgendwie cool. Das ist schon nicht verkehrt, vor allen Dingen da wurde so viel getan. Natürlich kommt es jetzt so zum Ende vom LS, aber ich finde irgendwie dieses Modpack an sich richtig, richtig cool. Und ich bin am Überlegen, ob wir ja da nicht vielleicht sogar was machen in die Richtung. Problem an der ganzen Geschichte ist halt, dass es halt nur für spezielle Karten geht. Also eine Map, die ich nicht aussprechen kann, dann ist es noch so eine Holz-Map oder so, die irgendwo in Thüringen 3 und die... Oh, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Aber da war noch irgendwie so eine ausgedachte, also nee, keine ausgedachte Karte, sondern halt eine Karte, die dem echten in Real Life entspricht. Aber da fällt mir gerade der Name nicht ein. Und ja, da ist jetzt natürlich die Frage, will man da wirklich wechseln oder nicht? Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, aktuell bin ich sehr zufrieden hier mit der Ellerbach und auch mit der Fichtal. Und würde jetzt ungern wieder auf irgendwas anderes wechseln, weil ich habe es tatsächlich sehr oft gemacht, dass mir die, keine Ahnung, die Projekte dann irgendwann nicht mehr gefallen haben, beziehungsweise ich halt meine eigene Spielweise dann nicht mehr für richtig oder für cool empfunden habe und somit dann immer so neue Maps und so ausgetestet habe. Und ich finde, das ist halt mein Problem in den letzten, letzten anderthalb, zwei Jahren, dass ich halt dann ein Projekt anfange, da irgendwie meine 80 bis 100 Videos mache und dann sage ich, wir wechseln die Map. So, das hatten wir auf der Gemeinde Rade
Das hatten wir auf der Waldstätten. Wobei man natürlich bei der Waldstätten halt sagen muss, es war halt sehr, sehr fehlerbehaftet, die Map. Also das war jetzt ja nicht so, dass die Map einwandfrei funktioniert hat. Natürlich habe ich da auch viel Zeit reingesteckt und so weiter, gar keine Frage. Aber so, dass das Ding an sich ist halt einfach, dass man sagen muss, das Problem an der ganzen Geschichte ist halt einfach, wenn du fahre doch, was ist denn los? Sabine, was ist denn los? Was hast du für ein Problem? Guck mal, die fährt nirgendwo hin und... Oh Gott, deswegen, ey. Naja, gut. Auf jeden Fall, deswegen... Und dann habe ich halt nach einer Weile einfach gemerkt, ja, so wirklich gefällt mir das Spiel nicht mehr, weil ich dann halt vielleicht irgendwas gemacht habe, wie eine Produktion platziert oder mir einen Tierstall platziert und der hat mir im Nachhinein nicht gefallen, beziehungsweise ich fand dann, keine Ahnung, man hat sich auf der Gemeinde Rade eine kleine Mini-BGA platziert. So, fand ich nicht cool dann irgendwann. Und da muss ich halt dann auch sagen, ja, weiß ich nicht. Und da sind halt so einige, ja, auch die Rehbach zum Beispiel, wobei ich auch ganz ehrlich bin, bei der Rehbach war es aber einfach so ein Ding, da hatte ich keine Lust mehr auf die Map, weil ich die Map an sich eigentlich nicht verkehrt finde, aber ja, manchmal ist es auch einfach so das Thema, man hat die Map schon so oft gesehen, beziehungsweise halt, man hat zu viel von der Map bekommen und dann, ja, dann ist es halt auch nicht mehr so cool, muss man auch ganz klar sagen. Zudem kommt natürlich auch, die Ellerbach ist eine coole Karte, man hat aber auch immer noch so die Sache, man sieht immer neue Sachen. Die Ellerbach hat sich sehr verändert. Auch in der bei der Fichtal, man muss auch da ganz ehrlich sein, die Fichtal finde ich natürlich auch cool, man hat sich jetzt schon Pläne gemacht, deswegen macht es auch keinen Sinn, da jetzt noch wegzuwechseln. Ich habe auf jeden Fall Bock noch bis zum 25er definitiv die Trauben auszuprobieren. Nicht unbedingt die Oliven, aber die Trauben definitiv. Also da werden wir definitiv reingehen. Da habe ich auch richtig Lust drauf. Ja, und dann würde ich tatsächlich auch ganz gerne wieder im 25er ein Seasons-Projekt machen. Also mit saisonalem Wachstum und dann auch ganz gerne wie eins hier auf der Rehbach 1 ohne, weil es einfach vom Spielerischen halt einfach diesen Ausgleich, weil wenn du auf beiden Karten immer dasselbe hast, das ist halt immer doof. Oder das ist halt allgemein doof, weil du machst halt immer dasselbe. So. Und wenn du jetzt halt eine Map hast, wo du diesen saisonalen Wachstum nicht hast, macht das natürlich was komplett anderes, weil man muss ja auch dazu sagen, bei dem einen saisonalen Wachstum hast du halt wieder... Also im Endeffekt ist es immer dasselbe, weil... Es ist immer zum Frühjahr fängt man an, da die Felder anzusehen und so weiter und so fort. Und man muss immer warten. So. Und dann passiert halt meistens, wenn man halt zwei Projekte gleichzeitig startet, passiert halt bei beiden Projekten meistens immer das Gleiche. So, das heißt, im Winter geht man vielleicht in den Forst oder so. Das möchte ich halt nicht unbedingt haben. Deswegen eine Map mit saisonalem Wachstum und eine ohne. Und ja. Aber vielleicht werden wir auch zum Anfang vom LS25 erstmal nur mit einem Projekt rein starten. Und da dann halt fünf Folgen die Woche machen. Mal gucken. Dass man vielleicht auch... ja, man ist natürlich gehypt zum Anfang. Aber man sollte es halt auch nicht übertreiben, finde ich. Weil... Zu viel ist dann auch nicht gut. Und vor allen Dingen nicht, wenn man es sich dann aufzwingt. Die 6000 Liter noch weg und dann war es das schon wieder. Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Zuschauen. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wir schließen die Folge mit sagenhaften 431.000 Litern Frischmais ab. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute. Bis dahin, haut rein, tschüss und ciao.